jetzt mit unserer Karriere hier in FIFA 23 mit dem ersten Champions League Match. Heimspiel, oder? Agierische Belage, ja. Das können wir annehmen. Hoffenheim möchte ihn haben. Okay, dann können wir mal machen. So. Na gut, erstes Champions League Match. Wir wollen natürlich die drei Punkte holen. Monaco möchte ihn auch haben. Jetzt kloppt er euch drum, ist mir scheißegal. Wie viel haben wir denn an Kohle eigentlich soweit? Büro, Finanzen. 28 Millionen, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, Nico zurückzuholen. Ich kann mal gucken, ob der was so kosten würde. Aber sicherlich mehr. Roma, ja. Ich glaube nicht, dass ich ihn kaufen kann. Nee, alles gut, der wird jetzt erstmal. Die Freigabe ist immer von. Nee, also wie gesagt, das ist doch zu teuer. Ist leider zu teuer. So. Ja, ich muss es jetzt leider machen. Es tut mir jetzt für den jungen Talent natürlich extrem weh. Vivian wird natürlich jetzt reinrutschen als neuer Stamminnenverteidiger. Ist es nie was Böses. Aber es waren jetzt ein paar Fehler zu viel. Und wie gesagt, der Junge ist gerade mal 18. Also das wird schon irgendwie noch werden, wenn er wieder so ein bisschen reinkommt in die Form. Ja, José López. Gut, gehen wir rein ins erste Champions League Match. Beide wollen gut einsteigen in die diesjährige UEFA Champions League. Beide wollen den optimalen Start. Wir sind live vor Ort hier im San Mamés. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolffuß und Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Könnte spannend werden, Buschi. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. So, okay. Klar, wir wollen natürlich unseren fünften Sieg in Folge, um mal gut in die Saison reinzukommen, um zumindest die Chance zu haben, die Europa League zu spielen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Ja, wir haben natürlich keine, nur den einen Wechsel, Vivian natürlich, der als Alternative da hinten drin steht jetzt, als neuer Stamminnenverteidiger. Mit Lech soll, tja, ist das nicht der, doch, Lech Brüssel ist doch Programm, das ist doch eigentlich der Ursprungsclub von Robert Lewandowski. Sie spielen es heute im 4-5-1. Wie geil, Ishak? Haben die den geholt, oder was? Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken.
Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Na dann, auf geht's ins Match. Michael Ischak. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Wie gesagt, wir wollen natürlich die Aufgabe lösen. Der Spusen ist hoffentlich ein gutes Pflaster, also Heimspiel jetzt hier. Klar, wir sind gefühlt die dritte Kraft, weil ich glaube, dass Napoli von uns nach Hause drin macht und United auch. Aber United habe ich auch damals mit Dings rausgeschossen, mit Bilbao raus. Absolute Top-Mannschaften. Also, dass die so früh im Wettbewerb aufeinandertreffen, das ist auch nicht so oft. Mit Bayreuth habe ich die rausgeschossen, so ist es richtig. Gurizabel. Oh, 1-0. Wie gesagt, wenn du mindestens in die Europa League willst, ist hier 3 Punkte Pflicht. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er geht dazwischen. So. Ja, kriegen wir es noch hin? Das könnte gefährlich werden. Gehalten, aber der Ball weiter. Aber Bednarek erstmal. Mit einer sehr, sehr guten Parade. Erinnert ihr noch 0-2-0. Also wie gesagt, dass wir früh mal zu führen, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Ausnummer. Und wollen wir die Champions League weiterkommen, müssen wir einen der zwei großen schlagen. Williams. Hereingabe jetzt. Da muss er doch klären, aber und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Die Ecke kommt rein. Die bekommen den Ball nicht raus. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Da wäre Platz für einen Konter. Balua. Kann jetzt über außen kommen. Ja, guck, wir sind. Ja, Ishak hat erstmal Freibahn 1-1. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Naja. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gute Pässe davon, Bilbao. Maurice kann sich aber erstmal nicht durchpacken. Aber es handelt gut dazwischen. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Wie gesagt, will man hier weiterkommen, so dieser. Ist ein Pflichtsieg. Ist das ein Pflichtsieg heute? Und sie tun gerade wieder ein bisschen was dafür. Man führt jetzt mit 2-1. Die Wiederholung des Tors, da kommt zunächst die Flanke und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den Ball bekommen. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Michael Ischak. Das
könnte eine Gelegenheit werden. Ja, Sabell, oh, Skorasch gut dazwischen. Und hat erstmal die Kugel. Aber jetzt hat Goros aber ein bisschen Platz. Er kann nämlich jetzt erstmal sich durchsetzen. Olmo. Dani Olmo. 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 3-1. Wie gesagt, Thema Europa League und so, ne? Wir haben ja damals, als wir mit Bayreuth und so Champions League Saison gespielt haben, die haben ja am Ende gewonnen haben sogar, haben wir das erste Spiel 4-1 in Fenerbahce gewonnen, oder bei Fenerbahce gewonnen. Das war nämlich auch so quasi als Pflichtsieg wollte man weiterkommen. Da wollte ich auch nur Dritter in der Gruppe, da hatten wir nämlich Real und Napoli. Und dann haben wir doch in Madrid gewonnen, in Napoli gewonnen, zu Hause Fener unentschieden. Und wir waren auf einmal, das war doch Zweiter, glaube ich, war in der Gruppe. Weil die sich vor die, bei Fenerbahce, glaube ich, da gegen Real gewonnen hat, was ich nicht gerechnet habe. Also solche Themen, ne? So, wenn ich Glück habe. Bettlerich verhindert erstmal das nächste Tor. Aber jetzt 4-1 wäre natürlich super, wenn wir es vor der Pause machen würden, noch. Dann hätte man nämlich ein bisschen die Luft. Sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was sie hier machen. Zwei Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg. Gut verteidigt. Aber sie machen es resolut, sie sind noch nicht tot. Das ist klar. Salomon. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute Olmo. Gibt's noch oben drauf. Gewinnt dieses Duell. Oh ja, Zabal. Und er nimmt den hinten ins lange 4-1. Das ist auch noch mal der Pause. Einen exzellenten Eindruck. Und ich sage mal, ich schätze die Truppe tatsächlich stärker ein, als wir das damals mit Bayreuth hatten. Dann wäre gut, hat man Novoa, hat man Aubameyang vorne drin und halt eine Mannschaft. Und hier haben wir noch eine gute Truppe. Und wir haben super Einzelspieler, wie halt jetzt gerade Oyarzabal, wie Muniain, wie Olmo, wie Williams vorne drin. Na? Pause, wir hören es. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Wir freuen uns, wenn es in wenigen Minuten wieder weitergeht. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Ja, der macht da vorne drin wirklich, was er will. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Er zieht einfach vorbei. Also, auf jeden Fall mal eine gute Aufgabe gelöst. Wir gucken mal auf die andere Partie gerade. United gegen Napoli 0-1. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, wenn wir United schon in einer Große schon in der Gruppenphase verlieren. Das ist das erste Spiel, ja. War ja schon geil. Aber dazu müssten wir weiterkommen. Und es wird noch nicht einfach werden. Das Thema ist bei weitem noch nicht durch. Auch wenn wir hier gewinnen sollten, es sind dann noch fünf andere Spiele. Und wir haben noch die Gegner, die großen Gegner. Ecke kommt ins Zentrum. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Oyarzabal und Bettlerek verhindert den nächsten Treffer. Aber wie gesagt, so ein hoher Sieg. Gutes Take-Man. Wäre schon geil, aber abwarten. Ne? Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ah, da geben sie den Ball ab, so wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Der Transfer ist fix, er wird also bald Kauter beim neuen Club auflaufen. Und jetzt diese Chance, was für ein Reflex. Ah, Ticken zu lange gezögert, weil er doch der Abwehrspieler dabei eben stand. Entfernung, großartig. Die Ecke kommt rein. Sie bekommen den Ball nicht weg. Olmo. Olmo. Gut, wie er den Ball abblockt. Balua. Michael Ishak. Ishak. Ich glaube tatsächlich, dass das Ishak ist. Das ist doch nicht der Ishak, der bei Newcastle gespielt hat, der so extrem teuer ist. War gleich Bussen den dann ausgegraben. Wenn er den wirklich jetzt holt, wenn das wirklich der ist, dann haben die echt noch einen Spieler. Weiß ich nicht, wo die die Kohle haben bei denen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Muniain. Muniain, jetzt hat er ein bisschen Platz. Kann sich durchsetzen und er wieder verfallt. Das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung.
uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Spitze. Und schon wieder Napoli in der Liga-Gruppe. In der Champions-Gruppe. 5:23. Die werde ich nicht los, die Italiener. Und das wird nochmal eine andere Hausnummer werden, definitiv. Auch United. Das wird so der erste mega Prüfstein. Gut, nachdem Real, Barca und Atletico. Also das ist einfach so eine außerhalb der Liga. Das ist ja der erste Prüfstein. Ja, wie gesagt, die führen die Linken gegen, gut, die Linken aber gegen Napoli hinten. Aber mit dieser Truppe brauche ich eigentlich mit weniger Bomben und sich in die Augen zu verstecken. Rayo, morgen dann. Auf die Partie freuen wir uns. Das könnte richtig gut werden. So ist Courage. Gute Aktion jetzt. Kein besonders guter Abschluss. Kepa. Oh ja, Sabal. Und jetzt Olmo. 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 Williams, nächster Treffer. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Meine egal, wie die. Also ich glaube nicht, dass Napoli und Man United ähnlich hoch ist. Also Tabellenführer der Gruppe sind wir erstmal. Aber wie gesagt, es ist das erste Spiel. Es ist mehr oder weniger, wenn wir weiterkommen wollen, ein Pflichtsieg. Da brauchen wir die 6 Punkte gegen die Polen. Und dann mal gucken, was wir gegen die Großen holen. Das ist alles, was uns nur zu war. Das ist nur allerdings, weil wie gesagt, United und Napoli schätze ich momentan noch stärker. Wir brauchen sich verstecken. Nein, aber ich schätze sie noch stärker ein als wir. Aber es kann auch nur der Name sein. Olmo. Wir haben eine gute Truppe zusammengekriegt. Und das nur wirklich mit dieser Mega-Transferpolitik. Also es sind schon viele. Aber wie gesagt, wir schauen, was passiert. Muniain. Muniain. Und dann hat er das Glück, der Keeper. Der Bednarek, dass der nicht reinhüpft. Nee. Der kann da auch durchaus mal ins Tor reinhüpfen. So, jetzt wechseln wir durch, klar. So, jetzt müssen wir das rein damit. Ah, da war doch was dran, aber kein Handspiel. Also damit gibt es keine Elfmeter für uns. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. 6-1 so kurz vor Spiel. Skorasch. Klare Sache. Wer ist eigentlich der nächste Gegner, Buschin? Der kommende Gegner von Athletic Bilbao heißt Rayo Vallecano. Nach der starken Leistung heute dürften sie sehr selbstbewusst in dieses Duell gehen. Williams. Ballgewinn hier. Ja. Es werden noch mal 2 Minuten drauf. Ja, ich denke nicht, dass da jetzt auch was passieren wird. Ne, tut auch nicht. Und wir holen uns diese 3 Punkte. Wie gesagt, um die Gruppe zu überstehen, weil das ist der allererste Schritt. Eine Menge erreichen ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Das ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi. Aber warum? Er hat 2 Tore gemacht, also von daher alles ist gut. Wir haben gewonnen. Er zieht einfach vorbei. Und wir haben unsere Punkte geholt. Alles andere ist erstmal unwichtig. Wir haben haushoch verdient und auch in der Höhe verdient gewonnen. Und ja, United gegen Napoli unentschieden. Also das ist eigentlich sogar ideal, das Ergebnis. Also wir haben jetzt die 3 Punkte unter Dach und Fach. Die Konkurrenz in Anführungszeichen hat unentschieden nur gespielt. Und für uns geht es jetzt in der Liga weiter mit dem nächsten Duell und zwar gegen Rayo Vallecano. Da wollen wir natürlich die nächsten 3 Punkte holen. Und ob wir das schaffen, das sehen wir morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play FIFA 23. Bis dahin. Tschüss.